So, da geht es ja auch schon wieder weiter mit Mario Party und Ampelrennen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir sind auf dem dritten Platz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben noch gute Chancen. Ampelrennen kann ich ja eigentlich ganz gut. Also, ah, wir müssen ja springen. Oh Gott. Okay, das war schon knapp. Ich habe kurz gedacht, dass wir zurückgesetzt werden würden. Ach, verdammt, ey. Ach, manche machen es einfach, stellen sich gerade besser an. Aber ich hoffe, dass irgendwann einer von denen einfach, ja, quasi zurückgesetzt wird. Boah, das war aber auch schon knapp bei uns gerade. Aber wir müssen noch ein bisschen risky spielen. Sonst gewinnen wir ja auch keinen Preis. Wobei ja der Trist ist ja auch schon... Okay, zweiter. Ist okay. Also haben wir wieder einen 2- bis 5er Würfel. Wenn wir beim zweiten Wurf... Ich hoffe einfach mal, dass wir gut würfeln. Ich konzentriere mich jetzt aufs gute Würfeln. Wow, okay. Da hat nicht so gut geklappt, aber vielleicht ist der nächste gut. 3, naja, eine 5 quasi gehabt. Ist jetzt nicht das Beste, aber ging auch schlechter. Ne, hätte auch eine 1 sein können, aber trotzdem, besser wäre besser. Was für eine Erkenntnis. Wir sind immer noch auf dem dritten Platz. Okay, oh Gott, der Trist ist ja schon gleich durch. Alter, der ist ja richtig gut. Hätte ich den mal vorher nachgucken sollen, ne? Okay, okay. Das heißt, der darf jetzt auf keinen Fall unter die ersten 3 kommen, damit wir noch ein bisschen länger hier was haben. Aber, oh Gott, das Spiel kann ich nicht so gut auf dem Server. Okay, gucken wir einfach mal die Farben. Okay, ach, guck mal, stehe ich sogar schon gleich drauf. Ich muss echt diesen Spielmodus hier kritisieren, weil die ersten... Okay, lol, hier ist einer ausgeschieden. Die ersten Runden sind eigentlich so einfach, dass da keiner rausfliegt, der nicht total bescheuert ist. Oder AFK ist. Aber dann auf einmal zieht es richtig an mit Geschwindigkeit, finde ich. Dann wird es immer irgendwann auf einmal richtig unmenschlich und dann ist es einfach nur noch Lack, wo man gerade steht. Weil man gar keine Zeit mehr hat, rumzulaufen. So, Violett. Guck mal, wie viel hier noch Violett ist, so... Es fliegt einfach keiner mehr raus. Auch hier so. Das ist eigentlich... Ja, keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen dumm. Guck mal, und jetzt auf einmal, boom. Hat man einfach so wenig Zeit, dass man keine Chance mehr hat. Zumindest fast keine Chance mehr. Oh, scheiße. Na, da hat es nicht ganz gereicht. Na, fuck. Guck mal, wie auch schon wieder so viele einfach so, boom, alle raus. Das ist einfach nicht richtig balanced, das Spiel, finde ich. Naja, machst du halt nix, ne? So, könnt ihr euch dann mal bitte jetzt einigen, welcher erster, zweiter und dritter wird? Ist der Dixmus raus? Ja, ne? Ja, okay, der ist raus, der Dixmus, der Trist. Trist hieß er. Mit seinem tristen Leben, der ist schon ausgeschieden. Das ist sehr gut. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall gleich noch ein Minispiel haben. Dann kommen wir auch nur auf eine gute Länge für die Folge. So. Da hoffe ich mal, dass wir trotzdem noch mal gut würfeln. Irgendwie eine 6 wäre schon ganz gut, damit wir immer noch Dritter werden. Das wäre schon ganz schön wichtig. Na, eine 3. Schade. Wieso kann ich das nicht mehr so gut würfeln, seit die dieses Update gemacht haben? Ich könnte mich echt darüber aufregen. Nur deswegen. Nur deswegen. So. Ja, dann bitte... Auf welchem Platz sind wir immer noch? Auf Platz 3. Oh Junge, der ist genau ein Feld davor. Alter, der würfelt ja richtig gut. Der hat ja schon wieder eine 6 gewürfelt. Okay. Dann ist das jetzt unser letztes Minispiel für diese Folge. Ich hoffe, wir können den dritten Platz halten. Wettrennen. Ach, das ist das mit dem Laufen, ne? Genau. Okay, die Map gibt es ein paar schwere Sprünge. Auf meiner Adventure-Map, die ich gestern abtesten lassen, das erste Mal... ja, da scheint es auch... Die scheint doch schwerer zu sein, als ich gedacht hätte. So, also mir wurde als Feedback gegeben, dass die Sprünge schon... Also, dass das allgemeine Niveau doch schon sehr hoch ist. Was man ja, was man auf der Map quasi... Ja, haben muss zum Spielen. So, das, das eigentlich von Leuten, die schon Ahnung haben. Oder zumindest von jemandem, der schon Erfahrung hat mit Sprüngen. Ist,
hat mich dann doch schockiert. Ich will es natürlich auch nicht zu schwer machen, so die Map, ne? Aber ich dachte halt so, dass die vom Niveau her okay ist, so. Dass sie eher so mittleres Schwierigkeitsniveau hat. Aber habe ich vielleicht auch ein bisschen getäuscht. So, aber hier bin ich natürlich Erster geworden. Das ist sehr gut, das heißt, wir können vielleicht nochmal zwei Sechsen würfeln, wie in der letzten Folge. Falls ihr nicht gesehen habt, guckt ihr auf jeden Fall an. Denn ich habe zweimal so eine Sechs gewürfelt hintereinander und das ist ja schon alles, was man im Leben erreichen kann. Quasi das Leben geschafft. So. Vielleicht schaffen wir es sogar auf dem zweiten Platz, wenn wir jetzt richtig gut würfeln. Ich glaube, der Vorsprung zum zweiten ist nicht so krass. Eine 1. Wow. Okay. Das war's quasi. Obwohl, jetzt haben wir einen 4- bis 6er Würfel. Und wenigstens auch nochmal eine 6 zum Abschluss. Als letzter Wurf. Das sind also 7 Felder für uns. Vielleicht kommen wir auf den zweiten Platz. Ja, sind wir sogar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sind auf den zweiten Platz gekommen. Und hier freuen sich alle. Ist das geil. Oh, ist das sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bewertet bitte diese Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich kann schon nicht mal richtig reden. Und dann sehen wir uns im nächsten neuen Video wieder. Und bald dann auch, wahrscheinlich ab Mai, sehen wir uns dann bei GTA. Und dann bestimmt auch GTA Online, denn viele von meinen Freunden werden sich das auch holen. Das wird ein Fest. Also, bis dann. Haut rein, Leute.